Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir hier in Damaskus begonnen, uns Informationen über Jubair zu holen. Und das werden wir in dieser Folge natürlich weitermachen. Und jetzt habe ich auch endlich mal hier ein paar Informationen gefunden, also ein paar Informationsquellen. Das war ja irgendwie beim letzten Mal nicht ganz so gut. Ne? Oh, ich frage mich, ob ich hier rein darf. Aber hier muss ich auch nicht rein. So, aber hier scheint irgendwo so ein Herold zu sein. Da ist er doch. Ich höre ihn doch. Noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen, die Herrschaft über eure Seelen erringen wollten. Nur wenn diese Werke dem reinigenden Feuer übergeben werden, können sie keinen Schaden mehr anrichten. Huch, was meint... Jubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Okay, der Typ ruft also prinzipiell gerade dazu auf, alle möglichen Schriften, ja, Jubair zu geben, damit er sie dann verbrennen kann, so wie es klingt. Na, das klingt ja auf jeden Fall interessant. Dann weiß er bestimmt auch ein bisschen was über Jubair. So, ich visiere ihn erstmal wieder ab. Jetzt müssen wir gucken, vielleicht finde ich ja diesmal auch eine ordentliche Seitengasse, wo ich ihn verprügeln kann. Wo möglichst wenig Wachen rumlaufen. Kannst du nicht irgendwo hier mal nach rechts gehen oder so? Ich glaube, rechts sind nicht ganz so viele Wachen. Das Problem ist, hier kommen ja Wachen durch. Das habe ich ja gerade gesehen. Kann ich ihn ja nicht umhauen. Es würde ja leicht auffallen. Vor allem, wenn ich ihn danach töte. Ach, ich habe keine Zeit für euch. So, da kann ich ihn auch schlecht umhauen. Ich glaube, das ist auch etwas offen, oder? Ja, hier kommen auch Wachen ständig durch. Das kann ich nicht machen. Ja, ich kann nichts tun. Ich habe kein Geld. So, aber wenn du jetzt da lang gehst... Schade, okay. Ich hatte gehofft, er geht hier rechts rein. Da hätte ich gehofft, dass man was machen könnte. Haltet doch mal die Klappe, ey. Ich flehe euch an. Vor allem, wie lange willst du mich noch anbetteln? Bettel doch mal jemand anderen an. Es sind ja nicht noch tausend andere Leute hier. Kannst du nicht mal jetzt irgendwo in eine Gasse gehen, wo keine Wache ist, Freundchen? Das wäre echt nett. Oh, Mann. Oh, Mann, ey, du rempelst mich an und ich soll besser aufpassen. Ist klar, Frau, ist klar. Da sind auch Wachen. Alter, wo soll ich dich denn verprügeln, Mann? Jetzt kommt wieder so ein Typ, ey. Habe ich ja richtig Bock drauf. Hier sind auch überall Wachen. Kann den doch hier nicht verprügeln. Also verprügeln prinzipiell schon, aber nicht umbringen. Sobald ich ihn umbringe, haben die ja was gegen mich. Ich glaube, ich mach's jetzt einfach. Ist jetzt rechts oder links? Links, na gut, dann werde ich es jetzt einfach tun. Man kann es ja nicht mehr ändern. So, komm her, Freundchen. Komm schon hier, friss das. Da. Um deine ganzen Typen kümmere ich mich jetzt gar nicht. Ich gehe jetzt nur auf dich wieder. Bis ich deine ganzen anderen Freunde hier eliminiert habe, dauert es mir zu lange. Alter, sind das natürlich wieder viele, ne? Ist nicht übertrieben, wie viele hier. Vor allem, warum seid ihr alle auf seiner Seite? Kann mir das mal einer erklären? Hallo, warum blockst du mich, Alter, ihr? Danke. Vor allem jetzt kloppe ich ihn ja doch wieder in diese Seitengasse hier. Wo ich ihn eigentlich nicht umbringen wollte. Alter, wie viel hält der Typ aus? Jetzt wirft George schon endlich das Handtuch, danke. Gewalt ist keine Antwort, mein Sohn. Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Die Worte auf diesen Pergamenten, sie sind Gift.
Zubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Alter, was ein Kondensor. Und jetzt schnell weg, bevor die Wachen da drüben was bemerken. Nein, beeil dich doch, Alter, ihr. Okay, tschüss. Okay, das haben wir ja wie gesagt schon aus seiner Rede erhalten. Da hätten wir ihn eigentlich gar nicht mehr verprügeln müssen, dass die alle Schriften zerstören wollen. Aber okay, uiuiui. Wenigstens habe ich das noch hingekriegt. So, und ich wusste doch, hier drüben war doch gleich noch einer. Alter, ihr, mein Freund, ihr seid ein vielgesuchter Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masya vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Jubairs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Alles klar. Ach, scheiße. 5 Leute. Ja, das wird schwer. Da müssen wir uns ja richtig beeilen. Nein, geht nicht. Ach Mann, geht mir doch mal nicht so auf den Sack, ehrlich. Es ist wirklich leicht nervig, muss ich ja mal sagen. So, der da vorne? Ja. Okay, den nehmen wir gleich mal mit. Zack, und gleich weiter. Ohne lange sich da aufzuhalten. Tschüss. Ich tue hier gar nichts. So, den hätten wir schon mal. Jetzt da vorne der. Nee, der nicht. Welcher dann? Ach so, der da entgegenkommt. Nee, sind da jetzt mehrere automatisch hier? Da ist einer. Ach, shit. Da liegt noch der eine Tote, den ich vorhin eliminiert habe. Der Priester, der Prediger. Der liegt da noch. So, hier hinter ist einer. Der passt mir eigentlich gerade. Also wenn der mich jetzt nicht gerade suchen würde, wäre der mir echt gelegen, muss ich sagen. So, wo läuft der denn hin? Shit. Warum finden denn immer wieder welche den Typen? Und ich höre schon wieder diese Typen, die mich einfach nur weghauen wollen. Okay, 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 okay. Das sieht gerade ziemlich schlecht aus für mich, muss ich sagen. Wo sind die Typen denn jetzt hin abgehauen? Na gut, holen wir uns erstmal den da hinten. Das wäre auf jeden Fall erstmal eine Idee. Wir könnten uns ja nicht wenigstens auch die Leute teilen, oder? Das wäre irgendwie sinnvoll. So. Wo ist der Typ denn? Hallo? Wo bist du denn? Kann das sein, dass der irgendwo oben ist? Das wäre jetzt echt blöd. Müsste ich ja klettern, um den zu finden. Ja, ah, da ist er. Hallo? Könntest du dich bitte umdrehen? Das wäre echt nett. Bitte nur ein paar Goldstücke. Bitte. Eine kleine Spende. Und tschüss. So, das wäre schon mal Nummer 2. Jetzt muss ich mich aber leicht beeilen, so langsam. Was denkt dieser Mann? Ach, bleibt doch mal bitte ruhig. Ich habe jetzt echt keine Zeit für euch. Jetzt ist es gerade echt knapp. So, da vorne müsste jetzt einer sein. Ja. Jetzt muss ich bloß aufpassen. Nicht gerade, wenn alle daneben stehen. Und zack. Und gleich weiter. Ohne lange zu gucken. Okay, ich lieg wieder ganz ordentlich in der Zeit. Der da vorne. Ach, der liegt da immer noch. Wollt ihr mich verarschen? Kann ihn nicht mal einer wegräumen, bitte? Das wäre jetzt echt mal nett langsam. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Alter! Vor allem, ihr habt den doch schon alle 3 Mal gesehen. Kann das sein? Möge der Herr gnädig sein. Alter, wie immer wieder einer ihn findet, ne? Jetzt ist der Typ mir gerade vorbeigelaufen, ey. Alter, ehrlich. Jetzt habe ich es auch noch mit denen zu tun. So, jetzt du, Freundchen.
So, und damit bleibt nur noch einer. Oh nein, hallo. Ich gehe hoch. Das ist mir zu blöd da unten. Das ist mir gerade zu gefährlich. Hallo, ich will darüber. Ach Mist, das geht ja hier noch nicht. Shit, ich glaube, das wird nix. Ach, lass mich doch mal in Ruhe. Danke. Oh, da sind ja noch zwei. Danke. Okay. Eieieiei. Jetzt wird's ordentlich knapp. Ich könnte es auch noch schaffen. So, wo ist der Typ? Ach, ausgerechnet zwischen allen jetzt. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja gut, ich muss es jetzt riskieren. Und tschüss. Eieiei, wird das knapp. Vor allem, ich hab's doch eigentlich geschafft. Ich schaffe es. Gerade so. Och. Schön, euch so schnell und an einem Stück wiederzusehen. Ich muss zu meiner Familie, aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Seid bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Oh, das könnte auf jeden Fall interessant sein, denn ich denke, Jubair wird an einem der an einem der Punkte sein, wo die Bücher verbrannt werden. Der wird sich das nicht nehmen lassen. So. Ui, das war aber mehr als knapp. Hätte nicht gedacht, dass das noch klappt. So. Adrenalin pur hier. Naja, pur nicht, aber doch schon ziemliche Anspannung, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich hier nochmal so angespannt sein würde. Dach. Passiert nicht allzu oft, dass dir auf einmal jemand hier mittendrin direkt neben dir landet, oder? Ja, ich muss da irgendwie... Och, Willi, diese Typen, ne? Da kommst du nicht hoch, natürlich. Ja. So, dann jetzt da hoch. Okay, da hoch kommst du hoch, aber jetzt natürlich da wieder nicht. Du solltest dir echt mal ein paar neue Kletterstrategien aneignen, alter ihr. Ich kenne da jemanden, der dir durchaus was beibringen könnte, aber blöderweise lebt der noch nicht. Muss ich sagen. Gut, wobei bei der einen Entfernung jetzt auch nicht viel gebracht hätte, aber so ein bisschen zumindest. So, und ab hoch. Und zack. Ja, hier genau, was ich in der letzten Folge meinte. Dieses Festhalten da, das muss unglaublich schwierig sein, denke ich. Das jedes Mal zu halten. Also da hochzuspringen und sich dann an der Stelle festzuhalten. Ist, glaube ich, das Schwierigste von allen. Seiner Klettereinlagen, würde ich fast behaupten. Uiuiui, so, jetzt hoffentlich eine etwas ruhigere Mission, wäre echt nett. Oh, belauschen, das ist gut, die ist echt nett. Also, die sind echt ruhig in der Regel. Belauschen finde ich gut, aber holen wir uns erstmal den Taschendiebstahl da in der Nähe. Da scheinen wir irgendjemanden beklauen zu können. Ach, diese Typen gehen mir jetzt schon wieder auf den Sack. So, wo ist der Typ denn? Die da, oder? Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Ja, in der Madrasa heißt es. Dort wissen wir ja schon, dass Jubair sein wird. Das heißt, er will wohl einen Brief an Jubair übergeben. Alter, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, ehrlich. So, er hat gerade noch mal gecheckt. Und verabschiede dich vom Brief. Zack. Oh, er hält sich in einem Garten auf. Interessant. Okay. Och, come on, ey. Alter. Ehrlich. So, und jetzt noch schön einmal belauschen. Was ja das Einfachste von allen ist, wie ich finde, aber auch irgendwie das Geilste.
Nur so nebenbei, meine Meinung, aber okay. Es hat irgendwie was, finde ich, so eine belauschende Nummer. Ach du Scheiße, die da suchen schon nach mir. Jetzt muss ich echt aufpassen. Und die gehen natürlich genau da rein, wo ich auch hin will, zum Belauschen, ey. Ach kommt, lasst mich doch mal bitte in Ruhe. Okay, kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Ich kann mich hier direkt hinsetzen. So, geht ihr mal bitte vorbei und ich belausche die da mal. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Alles klar, okay. Dass er täglich Treffen in der Madrasa abhält, klingt auch gut. Das heißt, wir wissen jetzt, er ist in der Madrasa und er wird täglich in der Madrasa sein. So, dann werde ich hier mal gleich weggehen. Ich hole mir noch den Aussichtspunkt da drüben. Wir haben ja eh gerade noch ein bisschen Zeit. Kommt auch nicht oft vor, dass ich das mal schaffe. In einer halbwegs ordentlich annehmbaren Zeit, ne? Ah, gut. So. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, ja. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Ach, labert doch nicht alle rum, ey. Ich will hier nur noch kurz den Aussichtspunkt und dann bin ich auch schon wieder weg. Und das einfach auch nur aus Prinzip will ich den haben. Nicht, weil ich ihn irgendwie noch brauchen würde, sondern einfach aus Prinzip. Guckt, na, da ist eine Flagge. Schön. Der bringt bloß eigentlich nicht viel, da er hier direkt vor der Mauer ist, aber okay. So. Und dann jetzt ab. Zurück in Richtung Assassinenbüro, denn wir haben alle Informationen über Jubair. Wir wissen, er wird täglich in der Madrasa sein, er will Bücher verbrennen. Und wir wissen, wo die Gelehrten, beziehungsweise wo diese Bücher verbrannt werden sollen. Das heißt, irgendwo da, wo die Bücher verbrannt werden sollen, wird dann wahrscheinlich auch der gute Jubair sein. So, das sind doch schon mal alle Informationen. Was, ich habe noch einen Aussichtspunkt vergessen hier? Wurde mir nicht gerade angezeigt, ich habe alle. Vielleicht ist das ein anderes... Warte kurz. Ach, okay, das ist aus einem alten Gebiet. Na, wenn wir eh schon mal hier vorbeikommen, dann kann ich den auch gleich noch mitnehmen. Ich meine, ne, warum nicht? Das ist vor allem noch so ein geiler. Warum habe ich den nicht mitgenommen? Habe ich so einen nicht mitgenommen? Scheinbar gibt es davon mehrere. Und ich habe den hier nicht mitgenommen. Okay. Und hoch. Ich meine eigentlich, ich hätte so einen mitgenommen, aber okay. Ja, wahrscheinlich nicht in diesem Gebiet hier. So, ich kümmere mich gerade nicht erst raus. Ja, ja. Komm schon her. Zack. Da mache ich mir jetzt gar keine große Mühe gegen dich. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Wie gesagt, wenn wir eh hier vorbeikommen, können wir ihn ja mal mitnehmen. Wie der arme Typ jetzt hier oben liegt. So. Hätten wir das auch noch. So einfach aus Prinzip. So, und dann weiter in Richtung Assassinenbüro. Und Bescheid sagen, meine ich nicht. Ja, Bescheid sagen, dass wir bereit sind quasi. Bescheid sagen, dass wir, ja, für das Attentat bereit sind. Da oben ist noch eine Flagge. Nehme ich mal mit. Wie gesagt, sowas einfach aus Prinzip ab und zu. Huch, was war denn das? Warum hast du dich nicht festgehalten, Junge? Dann gehen wir halt die Leiter hoch. Und zack. So, dürfte es ja eigentlich nicht mehr weit sein. Und ich glaube, in den Anfangsgebieten, in dem Anfangsviertel dürften eigentlich auch nicht viele Wachen sein. Meine ich. So, einmal darüber. Und wo ist es denn? Müsste doch hier irgendwo sein. Ach, da drüben. Ich sehe es. Und alle. Und jetzt darüber. Oh, das war knapp. Ich sollte es nicht allzu knapp machen. Gut. Freundchen, ich habe die Information. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen.
Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Okay, gut, aber wie will Jubair in der Madrasa eliminieren? Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin. Ciao.